Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Video auf Deutsch für euch. Es geht um das Verb empfehlen, to recommend, empfehlen. Erst schauen wir uns ein paar Beispiele an und dann gebe ich euch meine persönlichen Empfehlungen. Ich gebe euch insgesamt 10 Empfehlungen. Los geht's! Können Sie mir einen Arzt empfehlen? Können Sie mir einen Arzt empfehlen? Ja, ich kann Ihnen Herrn Dr. Schulte empfehlen. Ja, ich kann Ihnen Herrn Dr. Schulte empfehlen. Also erst haben wir den Dativ und dann den Akkusativ. Ich kann Ihnen Herrn Dr. Schulte empfehlen. Ihnen ist Dativ. Herrn Dr. Schulte ist Akkusativ. Wenn das Akkusativobjekt allerdings ein Pronomen ist, dann kommt erst der Akkusativ und dann der Dativ. Wir sagen zum Beispiel, ich empfehle Ihnen diese Suppe. Ja? Wenn Suppe ein Pronomen ist, müssen wir sagen, ich empfehle sie Ihnen. Ich empfehle sie Ihnen. Dieses Restaurant kann ich leider nicht empfehlen. Dieses Restaurant kann ich leider nicht empfehlen. Können Sie mir ein Hotel empfehlen? Können Sie mir ein Hotel empfehlen? Das Hotel ist nicht empfehlenswert. Das Hotel ist nicht empfehlenswert. Diesen Deutschlehrer kann ich wärmstens empfehlen. Diesen Deutschlehrer kann ich wärmstens empfehlen. Oder diesen Deutschkurs kann ich wärmstens empfehlen. Diesen Deutschkurs kann ich wärmstens empfehlen. Der Kellner hat mir ein Gericht empfohlen. Der Kellner hat mir ein Gericht empfohlen. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Kannst du mir etwas empfehlen? Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Kannst du mir etwas empfehlen? Oder formell, können Sie mir etwas empfehlen? Können Sie mir etwas empfehlen? Was kannst du mir empfehlen? Was kannst du mir empfehlen? Ich würde dir empfehlen, eine Pause zu machen. Ich würde dir empfehlen, eine Pause zu machen. Ich kann Ihnen einen guten Anwalt empfehlen. Ich kann Ihnen einen guten Anwalt empfehlen. Kannst du mir ein gutes Buch empfehlen? Kannst du mir ein gutes Buch empfehlen? Der Lehrer hat uns dieses Wörterbuch empfohlen. Der Lehrer hat uns dieses Wörterbuch empfohlen. Ich empfehle euch, jeden Tag ein bisschen Deutsch zu lernen. Ich empfehle euch, jeden Tag ein bisschen Deutsch zu lernen. Ich kann euch das Restaurant Bunte Burger in Köln empfehlen. Ich kann euch das Restaurant Bunte Burger in Köln empfehlen. Ich kann euch das italienische Restaurant auf der Hauptstraße empfehlen. Ich kann euch das italienische Restaurant auf der Hauptstraße empfehlen. Oder das italienische Restaurant auf der Hauptstraße ist sehr empfehlenswert. Das italienische Restaurant auf der Hauptstraße ist sehr empfehlenswert. Kannst du mir einen guten Herrenduft empfehlen? Kannst du mir einen guten Herrenduft empfehlen? So, und jetzt gebe ich euch 10 Empfehlungen. Das sind meine persönlichen Empfehlungen für euch. Nummer 1. Ich empfehle euch, jeden Tag einen deutschen Text zu lesen. Ihr findet ganz viele Texte auf der Website Deutsche Welle. Ja, da findet ihr ganz viele Texte mit Vokabeln und mit Übungen. Außerdem gibt's die Seite Deutschlandfunk, da findet ihr Texte und die dazugehörigen Podcasts. Die Link findet ihr unten in der Beschreibung. Nummer 2. Wenn man gut Deutsch sprechen will, dann sollte man sich einen Tandempartner suchen. Mit dem Tandempartner kann man Deutsch üben. Das heißt, ihr übt mit dem Tandempartner eure Muttersprache und dann übt ihr Deutsch. Also es ist sozusagen ein Austausch.
Bei diesem Treffen, das kann entweder auf Skype stattfinden oder im echten Leben in einem Café zum Beispiel, bei diesem Treffen sprecht ihr dann zwei Sprachen. Erst sprecht ihr eure Muttersprache, damit euer Tandempartner diese Sprache üben kann. Und dann sprecht ihr Deutsch, damit du diese Sprache üben kannst. Und dein Tandempartner sollte natürlich ein Muttersprachler sein. Eine gute Website ist tandempartners.org. Schaut da mal vorbei. Nummer 3. Ich würde euch empfehlen, meine App zu benutzen. Meine App kommt im Juli raus und es können sich erstmal alle A1-Schüler anmelden. Im August können sich dann die A2-Schüler anmelden und ab dem Herbst können sich die B1-Schüler anmelden. Das B2-Niveau wird dann ab nächstem Jahr zur Verfügung stehen. Schaut mal ab dem 1. Juli bei germanwithjenny.com vorbei. Da werdet ihr dann die Details erfahren. Ich freue mich auf euer Feedback. Nummer 4. Ich empfehle euch, euer Hörverstehen zu üben. Ich habe mal ein Video gedreht, in dem ich euch 10 YouTube-Kanäle empfohlen habe, die euch dabei helfen können, euer Hörverstehen zu trainieren. Das hier ist der Link zu diesem Video, falls ihr das Video verpasst habt. Außerdem gibt es auf der Website Deutsche Welle langsam gesprochene Nachrichten. Die könnt ihr euch auch jeden Tag anhören. Nummer 5. Ich empfehle euch meine Arbeitsblätter. Die findet ihr auf meinem Blog auf germanwithjenny.com. Nummer 6. Ich empfehle euch, deutsche Podcasts zu hören. Ich finde zum Beispiel die Podcasts von Marilena Behrens ganz toll. Den Link findet ihr auch unten in der Beschreibung. In ihren Podcasts geht es um mehr Lebensfreude, Bewusstsein und Gelassenheit. Wenn euch diese Themen nicht so sehr interessieren, dann könnt ihr einfach euch bei Spotify anmelden und da dann nach Podcasts suchen. Da findet ihr auch ganz, ganz viele Podcasts aus allen möglichen Bereichen. Nummer 7. Ich empfehle euch, dass ihr bei YouTube ganz, ganz oft kommentiert. Denn dann besteht die Möglichkeit, dass jemand antwortet, dass ihr Feedback bekommt und dass jemand darauf reagiert, was ihr geschrieben habt. Und dann könnt ihr üben zu schreiben und zu antworten. Das ist auch ganz, ganz hilfreich, um besser Deutsch zu schreiben und zu verstehen. Also kommentiert ganz, ganz fleißig auf YouTube unter euren Lieblingsvideos zum Beispiel. Nummer 8. Das ist jetzt ein Tipp, der nicht unbedingt etwas mit Deutschlernen zu tun hat, kann aber hilfreich sein. Ich empfehle euch, pro Tag 7 bis 8 Stunden zu schlafen. Wenn ich 7 bis 8 Stunden schlafe, dann fühle ich mich super, dann habe ich genug Energie für den Tag und dann geht es mir einfach gut. Und ich empfehle euch, vor Mitternacht ins Bett zu gehen. Wenn ich nach Mitternacht ins Bett gehe, dann geht es mir am nächsten Tag nicht so gut. Ich habe kaum Energie und ich kriege nicht wirklich was auf die Reihe. Also ich würde euch empfehlen, vor Mitternacht ins Bett zu gehen. Nummer 9. Ich empfehle euch, dass ihr regelmäßig Sport treibt. Und zwar circa 2 bis 3 Mal pro Woche. Ich denke, das ist das Minimum, was ihr einhalten solltet. Also ich versuche das zumindest 2 bis 3 Mal pro Woche Sport zu machen. Also ich gehe mittlerweile 1 Mal pro Woche bouldern. Bouldern, das heißt, das ist im Prinzip Klettern, aber ohne Seile und ohne Sicherung. Man klettert nicht besonders hoch, nur ungefähr 3 Meter. Und unten ist eine Matratze, also wenn man fällt, dann fällt man weich. Da kann also eigentlich nichts passieren. Ich mache das total gerne, weil das unheimlich gut für meine Rückenmuskulatur ist, für meine Schultern. Und ich sitze danach einfach viel aufrechter, viel gerader und ich fühle mich einfach viel, viel besser, weil ich auch einfach mehr Kraft entwickle und mehr Energie habe. Also ich bin super froh, dass ich damit angefangen habe. Ich mache das noch nicht so lange, erst ungefähr 1 Jahr. Außerdem gehe ich regelmäßig schwimmen. In den letzten 2 Wochen konnte ich leider nicht so viel schwimmen, weil ich ein bisschen erkältet war. Und jetzt muss ich langsam wieder mit dem Aufbautraining beginnen und einfach wieder reinkommen. Und das ist immer am schwersten, finde ich. Wenn man eine Pause hatte und dann wieder anzufangen, ist immer total schwer. Ich habe es mir aber für heute Abend vorgenommen. Bevor ich das Deutschlandspiel heute Abend gucke, will ich schwimmen gehen. Außerdem muss ich mit meinen Hunden 3 Mal pro Tag raus. Die brauchen auch Bewegung und das gibt mir auch nochmal zusätzlich Bewegung. Und das tut auch unheimlich gut, in der Natur zu sein und an der frischen Luft zu sein. Bouldern finde ich im Übrigen ganz, ganz toll, weil man einfach auch seine Ängste überwinden kann. Und man bekommt mehr Kraft, man entdeckt neue Routen und das macht einfach unheimlich viel Spaß. Und die anderen Leute,
die in der Boulderhalle, in der Kletterhalle sind, geben einem immer ganz viele Tipps. Das finde ich auch immer ganz spannend. Nummer 10. Ich empfehle euch eine gesunde Ernährung, insbesondere eine vollwertige pflanzliche Ernährung. Diese Ernährungsform gibt euch ganz, ganz viel Energie, ganz viele Ballaststoffe, ist cholesterinfrei und beugt chronisch degenerativen Erkrankungen vor. Ihr könnt Diabetes vorbeugen, ihr könnt Übergewicht vorbeugen, ihr könnt Herz-Kreislauf-Krankheiten vorbeugen. Also das ist eigentlich die beste Ernährungsform, die es gibt, meiner Meinung nach. Diese Ernährungsform hat mir dabei geholfen abzunehmen. Ich habe mehr Energie, ich fühle mich viel, viel besser. Ich fühle mich viel wohler in meinem Körper und ich kann auch essen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Natürlich sollte ich nicht jetzt jeden Tag Pommes essen. Pommes sind auch vegan. Also es sollte wirklich eine vollwertige pflanzliche Ernährung sein. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann schaut euch mal die Website von Nico Rittenau an. Der ist Experte auf diesem Gebiet, der kann euch alles darüber erzählen. Der hat auch ein paar Bücher geschrieben. Schaut euch die Website mal an, die ist echt super. Außerdem gibt es ein paar YouTube-Kanäle, die ich ganz toll finde. Zum Beispiel Vegan mit roher Energie. Lars und Alexandra haben da immer ganz viele tolle Sachen zu erzählen. Und es gibt Raw Future mit Marlon. Der hat auch ganz viele tolle Rezepte immer für euch, ganz viele Ideen. Der ist jetzt momentan in Ungarn und baut da ein autarkes Leben auf und, und richtet sich da einen Permakulturgarten ein und hat auch Solarzellen. Also was der macht, ist unheimlich toll. Ihr solltet euch auch mal seinen Kanal anschauen. Also vegan mit roher Energie und Raw Future. Und das gibt euch natürlich auch nochmal die Möglichkeit, euer Deutsch zu üben. So, jetzt wisst ihr ganz viel über das Verb empfehlen und ihr habt meine 10 persönlichen Empfehlungen und Tipps bekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht, bei germanwithjenny.com vorbeizuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!